Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ist es nicht schön, hier zu sitzen in... Oh nein, ich kann mich nicht ansehen. Oh damn, aber man sieht's von außen. Aber so kann ich mich ansehen. Ich habe nämlich einen Helm offen. Ist es nicht toll, einfach mit offenem Helm im All zu stehen? Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt uns raus. Mach die Tür zu. Jetzt. Prima. Wir machen nämlich heute an unserem Mining Carrier weiter. Das ist ein bisschen Priorität Nummer 1. Und Priorität Nummer 2 hat die schlechte Framerate heute. Die Bohrer sind komplett ausgefahren. Ich kann mal das Licht anmachen, dann sieht man auch was. Und dann gebe ich dem hier jetzt als allererstes ein bisschen mehr Winkel. Rotorsperre aus. So, wir drehen den jetzt mal. Und ich hoffe, das gibt keine Explosion. Auf 15 Grad. Wir sind jetzt 10 Grad weiter. Und ich überlege gerade, ob ich... Ich hoffe, das hält der Rotor. Das ist meine größte Angst. Dass der Rotor das nicht hält. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Aber ich habe irgendwie eine recht schlechte Framerate heute. Nee, 124 FPS. Okay, fühlt sich nur merkwürdig an. Fühlt sich echt nur merkwürdig an. Nein, ich drehe noch ein bisschen weiter. Wow, das war ein bisschen weit. Etwas weit. Mach mal. Gib mal ihm 20 Grad. Rotorsperre an. Ja, das sind jetzt 20 Grad Winkel. Ich weiß. Und das wird ein sehr verdammt großes Loch. Ich weiß. Allerdings, fällt uns schon irgendwas ein, was wir mit dem Loch hier machen. Aber jetzt sollte ich hier auch wieder eine entsprechende Menge Gestein rauskriegen. Ich denke, das sollte schon klappen. Okay. Mining Carrier. Der braucht Triebwerke. Wir haben jetzt ein Boost-Triebwerk. Wir haben ein Bremstriebwerk. Wir brauchen da ein Triebwerk. Wir schweißen jetzt mal immer ein Triebwerk. Weil dann kann der erstmal wieder produzieren. Ich hoffe, ich habe genug Gold geholt. Und ich hoffe, ich habe genug Platin da. Das sind so die wichtigen Dinge. Wie sieht's hier aus? 1,06 Megawattstunden. Wir produzieren nur minimal mehr, als ich rausbekomme. Und ich bin echt immer noch am Überlegen, ob wir dem Ding hier einen Reaktor geben. Und wisst ihr was? Ja, machen wir. Wir verpassen dem Ding einen Reaktor. Und in den Reaktor werden wir das Uran reinschmeißen, welches wir jetzt noch raffinieren. Weil unsere Raffinerien haben ja noch fast kein Uran mehr. Oh damn. Ich habe... Die kleinen Reaktoren haben jetzt jeweils 20 Kilo Uran. Die brauchen nicht so viel. Die brauchen nicht so viel, wirklich nicht. Okay, machen wir jetzt folgendermaßen. Wir nehmen die zwei Reaktoren und machen die aus. Ich hoffe, dann laden meine Batterien immer noch. Das ist nämlich jetzt meine Angst, dass sie das nicht mehr tun. Ich will aber nicht, dass die mein ganzes Uran verbraten. Und ich habe immer noch... Ich sollte mir auch Teile von dem Reaktor mitnehmen, um einen zu platzieren. So, und dann setze ich jetzt einfach hier rein. Und der soll echt nur Notstrom sein, um die Batterien zu laden. Und ich denke, mit zwei Batterien komme ich vorerst klar. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, die verbrauchen wir. Die verbrauchen wir, weil wir nämlich im Moment fast keine Sonne haben.
Wir haben im Moment fast keine Sonne. Das ist nämlich das Ding. Wieso ein... Moment, lass uns doch mal... Hierher. Ich musste hier sehr weit raus. Gott, ich muss auf die andere Seite des Asteroiden, um da auch Sonne zu kriegen. Oh, oh, mein Wasserstoff. Dachte doch gerade. Ja, genau. Fuel low. So, erstmal das wieder voll machen. Nachts Strom kriegen. Also für die Asteroidenseite ist wirklich Nacht. Eine bessere Position hätte ich nicht haben können, weil ich habe wirklich sehr viel Zeit mit Sonne. Aber ich kriege nicht immer Sonne. Das heißt, ich brauche zusätzliche Stromproduktion auf dem Schiff hier. Es geht nicht anders. Wie sieht's bei den Komponenten aus? Wir haben schon wieder 80 Triebwerkskomponenten, dann machen wir die andere Seite. Das ist wichtig. Wenn wir die andere Seite auch haben. Und die Reaktorkomponenten werden wir jetzt immer wieder Stück für Stück in das Ding reinstecken. Weil da halte ich ja nicht viel vor und das will ich eigentlich auch gar nicht. Genau, da fehlen noch Lifttriebwerke. Dass es zumindest mal flugfähig ist, fehlen Lifttriebwerke hauptsächlich. Ich weiß noch nicht, was ich hier an der Front mache. Was ich aber jetzt weiß, ist, wir holen uns eine ganze Ladung Stahlplatten und platzieren Blöcke hier hinten rum. Dann machen wir zumindest mal grob das Heck jetzt fertig. Und ja, ich gehe hier gleich wieder hoch. Sag mal. Das fühlt sich heute so merkwürdig an, als hätte ich mega schlechte Performance. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil das hatte ich ja... Ich habe ja keine schlechte. Und wenn ich auf mein Aufnahmefenster auf dem zweiten Bildschirm gucke, sieht das tausendmal flüssiger aus als bei mir. Irgendwas ist heute weird. Tut mir leid, wenn jetzt irgendjemand Motion Sickness hat wegen mir. Das ist, sorry. So, wir gehen hier so nach hinten. Ja. Ich möchte nämlich die Möglichkeit haben, das Heck mit weiteren Ionentriebwerken abzugraden. Deswegen machen wir im Moment... Huch, wenn ich mich nicht verplatziere die ganze Zeit, ist das auch definitiv einfacher. Und wir gehen mal hier hinten... nach hinten... und verpassen dem Ganzen hier eine Ecke. Dass es irgendwie nicht ganz so blockig aussieht hinten. Das wäre cool. Ich weiß nur nicht... Triebwerke sind, glaube ich, nicht luftdicht. Ah, der Conveyor-Port ist luftdicht. Doch, der Conveyor-Port ist luftdicht. Alles entspannt. Ich habe nichts gesagt. Prima. So, jetzt kommen wir nämlich dann auch zu einem weiteren Problem... Obwohl, nein, ein Problem ist es keins. Ich bohre ja gerade wieder Silizium. Denn ich habe kein Silizium mehr. Ich hätte aber in dem Ding gern ein paar Fenster. Und jetzt mache ich da... Das Ding muss nicht schwer gepanzert sein. Wirklich nicht. Das ist ein Mining-Schiff. Und wir können, das hatte ich nämlich schon mal geguckt, den anderen Schildmod, den ich erwähnt hatte, den ich hier in der zweiten Staffel hinzugefügt hatte... Der ist tatsächlich deutlich günstiger als die Defense Shields. Das sind nämlich Energy Shields. Funktionieren ein bisschen anders. Wir können hier mal gucken. Hier, ich habe es schon vorbereitet. Energy Shields. Der kleine Schildgenerator im Large Grid kostet 10 Shield Components. Diese Shield Components benötigen ein bisschen Gold und ein bisschen Platin, ein bisschen Silber und ein bisschen Kobalt. Die könnte ich mir leisten. 10 Stück. Ich muss aber noch mal gucken, wie viel Strom die verbrauchen, weil die haben einen fixen Stromverbrauch. Da gibt es nur den kleinen und den großen für jeweils Small und Large Grid. Und für die großen gibt es die Upgrade-Module, den Capacitor und den Flux-Coil. Wie genau die funktionieren, muss ich mir noch angucken. Aber ja, solche Schilde sind deutlich günstiger. Verbrauchen aber deutlich mehr Strom. Das heißt, im Moment kommen die nicht in Frage. So, wir machen hier hinten mal so zu. Oh nein. Oder?
Nee, wir machen nicht so zu. Wir machen so zu. Das Teil wird nicht hoch. Und es ist ein Transporter. Das ist kein Kreuzfahrtschiff. Im Ernst, ich baue hier kein Kreuzfahrtschiff. Ich baue einen Mining-Transporter, der die Fähigkeit haben soll, wachsen zu können. Und so wie ich ihn jetzt baue, sollte das möglich sein. Wenn ich mich nicht komplett verdummdödel. Lass mal gleich was schweißen, weil ich erkenne kaum noch was. Ich hatte heute übrigens meinen ersten Arbeitstag in 2022. Und er war so ereignislos, wie ich es erwartet hatte. Ja. Naja, das ist immer so. KW1 ist immer relativ ereignislos. Und ich habe auch nur noch 2 Tage diese Woche, weil am Freitag haben wir beschlossen, dass wir nicht arbeiten, weil das sieht merkwürdig leer aus, solange da nur ein kleines Triebwerk hängt. Aber hey, es ist upgradefähig. Und das könnte man bei kleinen Triebwerken lassen. Könnte man da dann noch weitere platzieren? Das würde sogar richtig cool aussehen, wenn wir hier komplett bei kleinen Triebwerken bleiben. Damn nice. Weil 2 Triebwerke da und dann könnte ich oben nochmal 2, dann hätte ich 4 Ionen Boost-Triebwerke. Das würde, ich hoffe, dass das reichen würde, selbst wenn er mehr Cargo-Raum hat. Weil ich glaube, das was ich habe es glaube gestern hatte ich es erwähnt oder vorgestern, meine Idee, keine mobilen Raffinierbasen zu bauen, die will ich mal beibehalten. Weil das gefällt mir irgendwie, der Gedanke. Dass ich feste Basen habe, an denen ich mein Zeug raffinieren kann. Ich kann dann vielleicht Material mitnehmen. Ich habe gerade gesehen, dass alle meine Flaschen leer sind. Ich kann Material mitnehmen und Montageanlagen dabei haben. Ja, aber keine Raffinerien. Was auch heißt, ich kann meine Schiffe designen ohne Raffinerien. Montageanlagen kriegt man recht easy unter. Aber das gibt mir ganz neue Wege, was ich auch an Schiffe bauen muss. Das heißt, wenn ich irgendwo sage, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will irgendwo eine Base, hab aber da nichts, wäre es ja dann wünschenswert, wenn ich hier Material mitnehme und mir im Endeffekt ein Schiff baue, welches ausgestattet ist mit Lager und einer Menge Montageanlagen, dass ich im Endeffekt ein Produktionsschiff habe, um irgendwo Basen hinzustellen. Ich hätte so viele Möglichkeiten, was ich einfach anders machen kann. Das ist ziemlich cool, als immer nur mit einem Schiff unterwegs zu sein. Das ist schon not bad. Und wir hatten es in der letzten Staffel gesehen, die Resisco zu haben oder auch die Pommes-Schredder, als ich die noch hatte. Das ist schon toll, wenn man ein Mutterschiff hat und mit dem kann man alles machen. Ja. Aber wenn man seine Wege viel mehr planen muss, weil man halt für alles ein einzelnes Schiff braucht, na, ich denke, das könnte ganz cool werden. So, und das sollte luftdicht sein. Da hinten. Und es sieht gar nicht so kacke aus. Es ist jetzt noch relativ einfach, ja. Der bekommt noch andere Farben, keine Sorge. Oben machen wir jetzt mal im Moment Folgendes. Ich mache außen die hier hin. Ich will das Heck jetzt mal nicht daneben platzieren, bitte. Ich will das Heck jetzt mal so weit zumachen. Das heißt, wir machen da so. Und Inhibitor Field. Schon wieder eins. Mit denen werde ich irgendwann noch in die Quere kommen. Ich weiß es jetzt schon. Denen werde ich in die Quere kommen und das wird richtig Ärger geben. Oh Mann. Ich benötige noch einen anderen Block. Ich benötige den hier. Warum? Ganz einfach. Hier gibt es nämlich einen wunderschönen Block, der damit abschließt. Aha. Bam. So. Das kann man so machen. Ja, das kann man so machen. Und dann gehen wir da hoch. Gehen wir grundsätzlich hinter... Oh, nein.
Wir machen das so. Hier zumindest. Dann machen wir hier drüben dasselbe. Hier in der Mitte allerdings ziehen wir das, was ich an den Seiten gemacht habe, durch. Bis natürlich auf den... Na, hier auf das Triebwerk. Das kann ich schlecht... Also ich kann es zubauen. Ist halt doof. Wow, 2,79 Kilometer. Boy, du bist nah an mir dran. jetzt gibt es doch hier bestimmt auch einen Block, der nicht ganz hier reinpasst. Das ist ein bisschen schade. That's very sad. Ne? Außer wir machen... Gah. Ich hasse es, wenn es irgendwo keine Blöcke für gibt. Und wir haben ja schon extra Formen, aber den Block hier gibt's so nicht. Das heißt, wir bleiben... Obwohl, was ist, wenn ich so mache? Und die zwei nochmal wegmache und dann versuche hier den da einzupassen. Ist das cool. Dann könnte ich nämlich das da hinten so hinmachen. Dann läuft es doch ein bisschen... Lass es mal verschweißen. Das da vorne kann ich dann... Kann ich dann machen, wenn es... Wow. Also mit der Framerate ist heute irgendwas. Zumindest auf meiner Seite. Ich hab ne Top... Wir machen die mal an. Jo, 120 FPS, stabil. Die habe ich die ganze Zeit. Und ich habe eine tolle Sim-Speed, aber auf meinem Bildschirm fühlt sich das an, als hätte ich stellenweise nur 25 FPS. Das ist echt eklig. Also im Ernst, das ist richtig eklig. Und ich weiß nicht warum. Ja, den müssen wir noch schweißen. So, wie sieht das aus? Wenn ich hier noch zumache, dann ist es bestimmt gar nicht so schlecht. Und ja, ich lasse im Moment das eine Wasserstofftriebwerk. Es werden vermutlich 3, vielleicht später sogar 5, wenn ich eine stabile Versorgung Wasserstoff habe, weil das habe ich nicht. Ich habe nur das... Jetzt ist zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo es für mich auf dem Bildschirm keine 60 FPS sind. Und ich habe einen 75 Hertz Bildschirm. Das ist echt weird, was das heute soll. Und man merkt vielleicht, es stresst mich ein bisschen. Aber well, muss ich durch. Muss ich durch. Machen wir hier mal bis zu dem Cargo-Container. Weil dann kommt nämlich der Punkt, wie ich das Layout dieses Schiffes vorhabe. Im Moment mache ich da mal noch zu. Was hier vielleicht früher oder später hinkommt, ist eine Gatling. Einfach eine minimale Grundverteidigung sollte das Teil schon haben. So. Machen wir mal das Triebwerk noch. Dann ist das Teil theoretisch grundsätzlich... Nein, nicht flugfähig, weil keine Gyroskope drin sind. Oh, damn. Ich brauche noch Gyroskope. Triebwerk fertig. Dann... Ja. Fall mal. Danke. Und ich muss da noch zumachen. Ich habe schon wieder so eine Arschloch-Framerate. Ich vermute, dass es bei mir irgendwas mit dem PC. Beziehungsweise mit... Nee, Grafiktreiber gab es kein Update. Oh, vielleicht soll ich mal wieder nachgucken, nach Updates gucken. Na, ja, möglich. Und nein, bevor es jemand sagt, ich weiß, die neuen Nvidia-Treiber machen mit Space Engineers Probleme. Ich habe keine Nvidia-Grafikkarte. Nicht mehr. Das kann mir nicht mehr passieren. Ich brauche mehr Reaktorkomponenten. Weil das stresst mich jetzt. Wo sind sie? Come on. Reaktor. 6. Ja, nee. Mach 50, komm.
Scheiß drauf. Habe ich genug Silber dafür oder muss ich noch Silber holen? Oh, damn. Oh, und ich habe keinen Schotter. Wait a minute. Mir geht der Schotter aus. Dachte doch gerade, da fehlt was. So, das heißt, ich muss dann hier noch zumachen. Und ich muss zumindest den hinteren Bereich hier luftdicht kriegen, dass ich hier ein Cockpit reinmachen kann. Hier hinten will ich das Cockpit. Ähnlich wie in der Shredder auch. Ich muss nicht draus sehen, ich fliege das Teil nur in Third Person. Und dann muss ich den Miner designen und den will ich nicht so groß. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Ich möchte den nicht allzu groß. Also ich würde sagen, ein mittlerer, ein großer Cargo-Container, das reicht. Das sind knapp 50 Tonnen, ungefähr 50 Tonnen Material, was da reinpassen. Den will ich aber mit einem Verbinder hierher, mit einem Fördergutsortierer. Ich will, dass hier alles reingepumpt wird. Und jetzt kommt nämlich das nächste. Ich will den Miner nicht hier rausfliegen, sondern nach oben. Das kommt daher, weil ich das Teil verlängern will, wenn dann. Das heißt, vorne weitere Cargo-Container. Und der Miner soll in der Mitte, so ein bisschen wie beim Space Shuttle, will ich hier eine Tür drin. Und ja, ich weiß, das könnte stressig werden. Aber das sollte gehen. Ob ich die allerdings hübsch hinkriege, wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Obwohl ich echt überlege, ob ich luftdichte Hangartore nehme. Weil, sind wir ehrlich, warum nicht? Der Miner wird nicht groß. Also warum keine luftdichten Hangartore? Obwohl die Frage ist, ob luftdichte Hangartore hier sinnvoll sind, weil das ja nicht luftdicht wird. Die halten halt viel aus, aber sind halt auch schwer. Wenn ich eine Klapptür mache, die nach oben aufklappt, jetzt pass auf, dann könnte ich die... Okay, ich muss nochmal auskorrigieren. Ich mache eine Klapptür. Zumindest vorübergehend mache ich eine Klapptür. Weil das Mining-Schiff bleibt vorerst so, wie es jetzt ist. Ihr arbeitet am Platin. Platin und Gold. Hammer. Dir fehlt's rein nur am Schotter. Warum fehlt's dir nur am Schotter? Du solltest doch bohren. Du hast schon ein Stück weit gebohrt. Wir brauchen mehr. Okay. Dann nehmen wir dieses Mal die unteren Kolben zuerst wieder. Umkehren. Nein, umkehren. Dann gucken wir, dass wir hier ein bisschen mehr Gestein rauskriegen. Und dann könnte das eigentlich doch ein Fighter-Hangar werden. Weil sobald ich hier genug ausgeräumt habe, könnte ich da doch einen Hangar reinmachen. Und vielleicht schaffe ich es ja tief genug zu bohren. Wir haben doch hier irgendwo... Ist das weiter unten? Oh, das ist ganz unten, ne? Der Eingang mit dem Silber. Apropos Silber. Ich könnte mal kurz... hier etwas Silber mitnehmen. Weil ich nämlich nicht mehr viel habe. Come on. Gib mir... Weil sobald der Mining Carrier fertig ist, können wir den... Also die erste Iteration des Mining Carriers, wenn die fertig ist, können wir den im Grunde einmal füllen mit Platin, mit Uran, mit Gold und auch mit Magnesium, den hierher bringen und uns dann zurück auf den Planeten begeben und nach unserer Base gucken. Weil... Ja, und wenn die Base unten etabliert ist, ein Shuttle, und dann bringen wir hier Silizium rauf. Vorausgesetzt, ich finde keins. Aber das wäre eigentlich... Ich möchte die Base auf dem Planeten sinnvoll halten. Ich vermute, hier auf dem Asteroiden wird meine Hauptbase.
Aber eine planetare Base wäre schon sinnvoll. Definitiv. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Der Hund flippt aus. Das ist immer wieder toll. Quick, quick, quick. Essen, trinken. Du sollst auch was essen. Danke. Okay, und ich habe schon wieder keinen Sauerstoff mehr. Machen wir das doch hier. Weil hier füllen sich hier drin auch meine Flaschen. Wenn ich hier lang genug bin. 100? Nee, meine Flaschen füllen sich nicht in luftdichten Räumen. Okay. Dann machen wir... Hallo? Kann ich nicht. Dann nehmen wir den. Der ist schon übrigens 9,6%. Was? Sauerstoff hat. So, hast du jetzt endlich meine Reaktorkomponenten fertig? Nein, doch. Gott sei Dank, meine Reaktorkomponenten sind fertig. So, weil der Kollege hier bringt halt 15 Megawatt und nicht nur ein paar. So, den hinteren Bereich hier luftdicht. Das heißt, eine Seite machen wir vorerst zu. Okay, ich brauche Stahlplatten. Eine ganze Menge. Und machen dann Folgendes. Das soll jetzt in der ersten Ausbaustufe. Will ich das nur funktional? Es muss nicht ultra gut sein, es muss nur funktional sein. Ist die... Die braucht weniger Panzerglas. Dann nehmen wir die versetzte Tür, wenn sie weniger Panzerglas benötigt. Und... Mir reicht auch die Größe hier. So. Jetzt gucken wir nämlich, dass wir... Hier sind meine Platten. Oh nein, das ist jetzt... Da ist jetzt kein Block dazwischen. Dieses Airlock ist nicht luftdicht. Damn. Kriege ich hier überhaupt ein luftdichtes Airlock hin? Ist eher die Frage. Nee. Nicht so einfach. Ich kriege hier nicht so einfach. Mit der Tür kriege ich hier kein luftdichtes Airlock hin. Okay, ich muss die andere Tür nehmen. Auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Na, hier. Die hier. Die ganz normale Schiebetür. Die macht halt... Das ist das sicherste, luftdichteste Airlock, das man auf die Schnelle bauen kann. So. Hier machen wir dann aber komplett dicht. Wenn ich nicht daneben platziere. Warum machen wir dicht? Weil... Luftdicht. So, und das sollte jetzt auch luftdicht sein hier hinten. Energy low. Schon wieder. Theoretisch sollte es luftdicht sein, in der Hoffnung, dass die... hier Dings. Ich muss die wegmachen. Ich muss die obere, mittlere Reihe eh umbauen, weil sonst ist dieses Triebwerk nicht dicht. Das heißt, auch die hier. So, das ist soweit alles okay. Das heißt, ich kann hier wie folgt so machen. Bis auf den letzten natürlich. Den muss ich... Ja, dann sieht's... Ist nicht wunderschön, aber... Wie gesagt, es ist kein... das ist kein Kreuzfahrtschiff. Also definitiv nicht. Und ich denke gerade eher, um das luftdicht zu kriegen, muss ich hier einen Block einsetzen. Yep. Erst dann ist es dicht. Hoffe ich. Energy critical. Ja, meine Energie ist niedrig. Ich weiß. Jetzt habe ich nämlich hier auch Platz für Be- und Entlüftungsanlage. Oh, hier muss ich noch dicht machen. Das machen wir auch. Das machen wir so. Und das machen wir auf beiden Seiten so. Dann ist es da nämlich auch dicht.
So, das heißt, wir können jetzt noch die B- und Entlüftungsanlage platzieren. Die ist nämlich jetzt hier wichtig in dem Fall. Machen so. Machen so. Machen so. Und holen uns dann gleich noch einen Flugsitz. Sobald ich wieder Energie habe. Und dann ist mal der Teil erledigt. Dann müssen wir uns noch um Triebwerke kümmern. Und dann würde das Teil zumindest mal basic funktionieren. Oh, ein O2H2-Generator. Und, was habe ich gerade noch gesagt? Richtig, Gyroskope. Mann. Alle Komponenten wurden erfolgreich entnommen. Naja, ob das jetzt so erfolgreich ist, ist fraglich. Wo sind meine Flugsitze? Habe ich die noch nirgends? Wie heißt das? Steuersitz. Korrekt. Ich hätte aber gern den... Ja, den normalen Flugsitz. Der reicht mir. Au. Und dann gucken wir mal, wie viele... Da kann ich nichts hinsetzen. Genau, machen wir den nämlich hier einfach mitten rein. Passt. Eine Tür. Nächste Tür. Die natürlich das Skript gleich erkannt hatte. Und es ist luftdicht. Wir haben nur keinen Sauerstoff. Top. Das heißt, wir machen die mal vorerst noch aus. So. Habe ich das Teil jetzt theoretisch funktionsfähig? Nein. Lifttriebwerke fehlen. Weil sobald die... Jetzt gucken wir mal, wie viel Ionentriebwerke wir noch schweißen können. Je mehr ich schweißen kann, desto besser. Weil nur auf Ionen sollte das Teil flugfähig sein. Also flugfähig, auch ein bisschen beladen. Und am liebsten hätte ich dafür gern alle Ionentriebwerke fertig. Jetzt habe ich in jede Richtung eins. Dann machen wir als erstes ein zweites Boost-Triebwerk. Weil ich habe... Und dann machen wir ein zweites Bremstriebwerk und ein zweites Lift-Triebwerk. Dann hätte ich in jede Richtung außer nach unten zwei. Nach unten brauche ich nicht so viele. Mach mir Triebwerkskomponenten. Und ich hoffe, das reicht. Aber wenn er mit einer Basic-Ausstattung fliegen kann, dann brauchen wir nur noch unsere Mining-Drohne. Und dann könnten wir als erstes einmal um den Asteroiden rumfliegen und eine Ladung Eis holen. Genau, und was habe ich immer noch nicht platziert? Das mache ich nämlich jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Hier. Gyroskop. Und ich mache im Moment mal nur eins. Large-Rate-Gyroskope sind so mächtig. Mache ich nur eins. Aber den Platz lasse ich, dass ich hier noch ein zweites platzieren könnte. Dann muss ich nämlich genauso noch ein O2H2-Generator und da mache ich nur einen. Weil die Wasserstofftriebwerke, ich habe ja jetzt nur eins in jede Richtung. Das soll tatsächlich nur Unterstützung sein. Ich werde vermutlich mehr Wasserstoff-Lift-Triebwerke planen müssen. Weil ich hier halt doch etwas Gravitation habe. Klar, es sind nur 0,15G. Also das ist ein schwacher Mond. Aber bei meinem Glück belade ich den so schwer, dass ich nur auf den Planeten falle und dann ist eine ganze Menge Ressourcen weg. Und das will ich vermeiden. Wey, wir haben ein Gyroskop. Okay, was fehlt jetzt noch? Für die Funktionalität. Ein Verbinder hier. Das Tor oben mache ich jetzt noch nicht und ich lasse ihn auch im Moment vorne offen. Glaube ich. Oder? Lasse ich ihn vorne offen? Ja, im Moment kann ich ihn eigentlich... Nee, will ich eigentlich nicht. Dann machen wir hier vorne nur eine Kuppel dran. Aber oben trotzdem das Tor, dass man den Miner halt sieht. Und Licht machen wir. Wir brauchen definitiv Licht. Zwei Boost-Triebwerke, was habe ich gesagt? Zweites Lift-Triebwerk ist wichtiger als das Bremstriebwerk. Weil ein Lift-Triebwerk ist sehr wenig.
Okay, das ist Nummer 2. Wir haben übrigens mittlerweile wieder eine ganze Menge Sonne. Und hoffentlich auch eine ganze Menge Strom. Was sagen die Batterien? 1,02 Megawattstunden. Wir haben nicht genug Sonne, solange die Montageanlagen laufen. Nee. This makes me not happy. O2H2-Generator. Kann ich den hier hinten reinstellen? Weil im Ernst, ich brauche nicht allzu viel Platz hier drin. Ich muss das Teil nur fliegen. Wo ist mein O2H2-Generator? Show you. Nicht? Verdammt. Hey, ich habe doch schon einen gebaut. Schon mehr als einen. Also, O2H2-Generator. Und da reicht definitiv einer. Zum einen, weil die eine ganze Menge Strom verbrauchen. Aber zum anderen, weil ich halt auch nicht viel Tanks und Zeug an Bord habe. Ich habe ja nur 2 Wasserstoff- und 1 Sauerstofftank. Und 2 kleine Wasserstofftanks. Bam. O2H2-Generator fertig. Okay. Mehr Triebwerke. Also, 2. Bremstriebwerk. Das wäre cool, wenn ich alle von vornherein geplanten Triebwerke fertig kriege. Das wäre cool. Wozu mir übrigens jetzt nur noch 2 Triebwerke fehlen. Tatsächlich, es sind nur noch 2 Lifttriebwerke und dann habe ich alle, die ich mal eingeplant hatte, für den Anfang fertig geschweißt. Dann platzieren wir doch die Kuppel vorne. So. Klar, Triebwerkskomponenten kommst du jetzt mit Produzieren nicht hinterher, das ist okay. Aber 4 Lifttriebwerke sollten in der Gravitation ausreichen. Aber das werden wir testen mit dem Eis. Im Eis werden wir das testen. Wir werden da einfach mal eine Menge Eis und Gestein vor allem laden. Weil Gestein ist sehr schwer. Und dann gucken wir einfach mal, wie er sich nur mit Ionen verhält. Und da habe ich jetzt in Not immer noch das Wasserstofftriebwerk. Mit dem sollte es genug sein. Das ist keine Rennmaschine. Definitiv nicht. Der wird definitiv nicht schnell. Na, was produzierst du denn? Oh. Habe ich kein Platin mehr. Doch, ich habe doch 25 Kilo. Warum produzierst du nicht? Oh, ich habe kein Kobalt mehr. Und über 300 Tonnen Gestein hier drin. Ich habe kein Kobalt mehr. Oh, dem. Und ich hatte erst Kobalt geholt. Okay. Ich hatte doch hier auf dem Asteroiden auch irgendwo Kobalt gesehen. Muss ich da unten mal in die Höhle rein. Eisen, Silber. Eisen. Eisen. Kobalt. 50 Meter. Komme ich da? 30 Meter. Ich will halt nicht... Arbeiten wir uns hier mal Richtung Kobalt. Ja, ich weiß, da geht es ein bisschen Eisenflöten, aber das ist mir... Ich habe so viel Eisen. Das ist nicht schlimm. 40 Meter. Ich würde so lachen, wenn Kobalt jetzt an der Außenseite ist und ich mich von innen dran rangrab. Na gut. Dann ist es so. Well. Ist das mitten im Eisenvorkommen? Ach nee, direkt daneben. So wie, also Eisen, Silber, Kobalt sind tatsächlich auf einem Haufen. Ja, okay. Yay, Kobalt. Stimmt, da war was. Triebwerkskomponenten sind relativ teuer, was Kobalt angeht. Habe ich jetzt Gestein mitgenommen? Nein, ich will kein Gestein. Ich will Kobalt only. Nochmal zurück, dann holen wir gleich noch ein 2. Inventar voll. Folge 19 und ich mache Handmining. Das sollte man sich auch mal geben. Einfach weil ich
es unnötig finde, hier jetzt den nicht guten Miner auszugraben. Reicht mein Zeug noch für eine Runde? Ja. Moment. Silber. Kobalt. Oh ne. Aber ich hätte ja auch über oben rangekonnt. Gucken, ob ich da das gleiche Loch wieder treffe. Na, vermutlich nicht. So, das fand ich nämlich jetzt flugseitig etwas sicherer, als mich durch die Dunkelheit des Asteroiden zu dingsen. Weil ich kenne mich, ich fliege irgendwo dagegen und sterb. Und ich bin immer noch nicht gestorben und das will ich gern beibehalten. Orientierung. Orientierung. Da oben. Da oben ist der Solarturm. Wie sieht's denn hier aus? Ihr holt eine Menge Gestein. Lauft ihr noch? Nein, die sind ausgefahren. Dann fahren wir noch einen weiteren, in dem Fall ein. Weil der ist ja doppelt so schnell wie die anderen. Und dann bin ich schon wieder im Eisenvorkommen, so wie es aussieht. Aber dann kam zumindest eine ganze Menge Gestein dabei raus. Und dann sollten wir echt die Raffinerien mal arbeiten lassen. So, jetzt hole ich mir zuerst wieder meine zwei wichtigen Gase, sonst wird es wieder unangenehm. Komm schon. Die Medbay ist schnell, ja. Aber im Ernst? Wäre schon schön, wenn sie noch ein bisschen schneller wäre. So. Fehlen nur noch ein paar Triebwerkskomponenten. Okay. Das sind jetzt Lifttriebwerke Nummer... Fehlt nicht mehr viel auf Nummer 4. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen Stahlplatten holen und ein bisschen Träger holen. Aus folgendem Grund. Stahlplatten... Träger. Dann machen wir hier vorne jetzt mal den Blob. Wir machen hier vorne jetzt einfach eine kleine Kuppel draus. Die muss nicht schön sein. Die muss jetzt funktionell sein. Ich weiß, die kostet mich jetzt Material. Aber wisst ihr, was mir das ist? Richtig. Vollkommen egal. Grund ist der folgende. Oh, ich könnte das jetzt so machen. Oh, ja. Ja, dann habe ich hier nur so ein Kuckloch-Fenster. Oder? Ist das... Ach komm. Das muss jetzt echt nicht schön sein. Das soll jetzt funktionieren. Was wir aber da machen... Ist so. Und dann machen wir... Ich habe den falschen Block in der Hand. Dann machen wir da so. Da so. Und da wieder so. Und dann gehen wir hier nämlich rum. Und setzen Blöcke wieder vollkommen daneben. Das soll jetzt nur so sein, dass er halt nicht ganz so unfertig aussieht. Ich werde den nicht komplett gläsern machen von vorne. Zumindest solange ich nicht ausreichend Silizium habe. Wie gesagt, das ist der Plan. Wenn wir hier oben mal so viel Material haben, dass, und ich vermute, da brauche ich noch einen weiteren großen Cargo-Container dann, dass die Raffinerien hier einfach mal ein paar Tage arbeiten können, machen wir uns einen Drop-Pod. Oder zwei, vermutlich zwei, mit denen wir auf den Planeten können. Und dann gucken wir, dass wir die bei der Base landen können und dann so viel Eisen haben, dass man da unten auch arbeiten kann. Alle Komponenten wurden erfolgreich entnommen. Ah, mein Triebwerk. Mein Triebwerk. Yay. 4 Ionen-Lift-Triebwerke. Nice.
Ah, oh, das ist nice. Okay. Ich brauche also... Achso, ich hatte da jetzt schon angefangen zu schweißen. Ja, das ist nicht schlimm. Wo sind meine Fenster? Fenster. Das hier brauche ich. Ich mache da jetzt keinen großen Ding draus. Die setze ich nämlich hier innen rein. Setze ich die hier innen rein? Ich könnte auch. Einfach der Optik wegen. Könnte ich so machen. Das sollte dicht sein. Dann sieht es wenigstens ein klein wenig dämlich aus. Ja, im Ernst. Das sieht ein klein wenig dämlich aus. Das mache ich so. Dann sieht aber der Block hier komisch aus. Aber yep, das machen wir so. Ich brauche Stahlplatten. Eine ganze Menge Stahlplatten. Und dann machen wir hier unten den. Und machen hier noch den. Genauso wie da den Block. Da kommt der hier drunter. Da kommt der hier drunter. Huch. Hier der. Und da oben einfach auch einen Block hin. Ja. Aha. Ohne Scheiß, das Teil ist sowas von nicht hübsch. Und das ist mir sowas von egal. So, die drei Scheiben vorne. Einfach, dass es so aussieht, als ob. Da fehlt noch Panzerglas. Wir sollten aber wieder ein bisschen Silizium haben, ja. Und wir haben kaum noch Gold. Aber es ist auch noch nicht alles raffiniert. Okay. Arbeiten unsere... Die arbeiten. Schotter. Ich muss Schotter loswerden. 5 Tonnen. 2 Tonnen. 2 Tonnen. Nochmal 2 Tonnen. Nochmal 2,5 Tonnen. 18 Kilo. Schön. Prima. Auch fertig. So, jetzt kommen wir an das, was ich erwähnt hatte. Das Tor. Das Tor wird folgendermaßen... Es wird ein Klapptor. Entschuldigung. Ich brauche ein Scharnier. Sind die Scharniere bei den Rotoren mit drin? Nein, sind sie nicht. Habe ich fast 1000 Stunden Spielerfahrung und weiß immer noch nicht, wo Scharniere sind. Shame. So, ein Scharnier. Dieses Scharnier setzen wir in eine Sperre. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, der etwas teuer wird. Aber nicht so teuer, dass es schlimm für mich wäre. Richtig, Sicherheitstorpanzerung. Da gibt's doch den... Die invertierte Ecke. Muss die dann da rein? Nee, eigentlich nicht. Also. Sicherheitstorpanzerung. Die muss... Dass sie funktioniert. 3x3? Ja, und der Miner darf dann auch... Oh, oh. Boy, das war knapp. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass mein Sauerstoff leer ist. Alter Schwede. Das war knapp. Das war knapp. Kann ich das überhaupt so machen? Die muss weg. Das wird echt nur ein 3x3-Tor. Also das wird nicht groß. Ich muss auch den Miner dran
logischerweise darauf anpassen, dass der in diesen in dieses 3x3 Muster reinpasst. Natürlich muss ich da. Nee, Quark. Was tue ich denn hier? Ja, Verwirrung. Sicherheitstorpanzerung gilt immer. Absolute Verwirrung. Rand. Rand. Jetzt. Und die... Wo ist diese Ecke? Und die Ecke hier. Und das ist nämlich hier drüben jetzt genau dasselbe. Rand. Wo ist mein Rand? Da ist mein Rand. Halt den Rand. Wie Konfuzius sagte. Okay, und jetzt kommen wir nämlich zu dem... Oh, ist das... Wait a minute. Geht das so, dass das immer noch gut aussieht? Oh ja. Ich kann das einfach so hier vorziehen. Und dann brauche ich nämlich... Da brauche ich eine Ecke. Da brauche ich eine Ecke. Nein, brauche ich nicht. Aha. Ich habe ein bisschen Stahlplatten verschwendet. Ja. Ist mir es egal? Ja. So. Dann gehen wir nämlich so wieder nach hinten. Ah, nice. Nice. Und hier vorne. Die Reihe. Komm nochmal weg. Und dann kommen da nämlich so welche hin. Und dann kann ich da nämlich wundervoll abschließen. Dann sieht es wenigstens ein bisschen durchdacht aus. Nein, ich möchte definitiv nicht respawnen. Danke. Danke, Spiel. Nett von dir. So, jetzt haben wir hier eine komische Ecke, aber das ist mir Wayne. So, haben wir das. Okay, und alles, was ich jetzt noch brauche, sind viele, viele Stahlplatten. Wir füllen gleich nochmal die Sauerstoffflasche und holen uns viele, viele Stahlplatten. Und leer. Scharniergegenstück. Und das Scharnier. Den Block. Ja. Kriege ich eh nicht alles ins Inventar. Da muss ich noch ein paar Mal rennen. Weil Sicherheitstorpanzerung braucht eine Menge Stahlplatten. Sind zwar auch nicht luftdicht, obwohl ich das schön finden würde, wenn man mit denen was Luftdichtes bauen könnte. Das wäre cool. Aber ja, geht halt nicht. Mein Gott. So, dann haben wir noch den, den, den und den. Und dann ist unser Tor hier oben fertig. Und das ist eigentlich echt cool. Das ist eigentlich wirklich cool. Dann haben wir eine fertige erste Iteration eines Mining Carriers. Bam. Alles, was der noch braucht, ist eine Möglichkeit, mir jetzt die Tür aufzumachen. Weil ich mich selbst vielleicht ausgesperrt habe. undurchdacht. Mach mal hier noch eine Tür rein. Oh, hier eine Tür rein? Ja, der Miner darf nur die 3x3... Also der muss... Der darf wirklich nicht groß sein. Der Miner. Oh, geht das überhaupt? Geht das so klein?
Ich denke gerade, ein großer Cargo-Container ist so groß wie ein Block. Wenn ich jetzt einen großen Cargo-Container habe und den Verbinder mit dem Fördergut sortiere, dann darf ich vorne nicht mehr weiter raus. Well, vielleicht etwas Unrecht 8. Ja, das wird schon. Das kriege ich schon hin. Ich möchte eine Tür. A door. Einfach so. Hier in die Wand rein. Dass ich da auch noch reinkomme. Huch, das waren jetzt zwei Türen. Na gut. War jetzt nicht der Plan, aber dann sind sie halt. So. Jetzt kann ich nämlich hier wundervoll, wie es ist, eine Ecke? Wo ist die? Wo ist die Ecke? Da ist die Ecke. Kann nicht platziert werden, weil kein Attachment Point, aber das ist kein Problem. Dafür gibt es Eckleuchten. Also nein, es gibt nicht Eckleuchten dafür, aber die kann man da wunderbar verwenden. So. Verschweißen wir alles, was wir können. Aber ich habe jetzt einen Fußweg und das kann ich auch in dessen Parkplatz nachher so regeln, dass ich hier nachher einen Eingang habe. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Bam. Und jetzt haben wir hier sogar Licht, obwohl wir das Licht noch ein bisschen... Ist mein anderes... Ja, ist noch gespeichert. Nice. Die Leuchte vom Wohnraum. Cool. Es ist hell hier drin. Dann sollten wir ja eigentlich die erste Probeschwebung machen. Au, die Tür hat mich gerade wegkatapultiert. Die erste Probeschwebung machen und dem Reaktor etwas zu futtern geben. Das machen wir. Und morgen bauen wir dann meiner. Aha. Das ganze Zeug brauche ich nicht mehr. So, wir haben zwei Ingots-Container mittlerweile. Okay. Wieso hat der umgeplant? Was ist mit den großen Frachtcontainern passiert? Ach so, ein Ingots-Frachtcontainer. War der auch voll oder was? Okay. Die Verwirrung ist groß. Ein bisschen. So. Ich brauche das... Das Uran. Genauso wie... Da reichen 10 Kilo jeweils. Also wirklich. Mehr braucht er nicht. Oh, und das Teil hat noch keinerlei Verbinder. Gut, dass ich mitgedacht habe. Wirklich gut, dass ich mitgedacht habe. Das Teil hat noch keinerlei Verbinder. Den habe ich nicht mal eingeplant. Nice. Very nice. Wenn ich den jetzt hier wegflex, schwebt der. Ja, schwebt. Da ist der Reaktor. Ist das Teil... Ja klar, Beschleunigung und alles ist ein bisschen daneben. Okay, ein Gyroskop reicht, aber es fliegt. Es fliegt nicht schnell. Und ein Triebwerk in die eine oder andere Richtung ist vielleicht echt ein bisschen wenig. Aber das ist etwas zum gemächlich Fliegen. Im Moment. Im Moment ist es gemächlich Fliegen. Ja, die Ionentriebwerke sind, da sind definitiv mehr nötig. Aber für den Anfang reicht. Das ist eigentlich echt cool. Dass es für den Anfang reicht.
Jetzt muss ich das Teil nur... Ich brauche nur eine Möglichkeit, das Ding zu landen. Hui. Gravitation hat es noch keine. Okay. Ich brauche eine Möglichkeit, das Teil zu landen. Und im Moment ist die einfachste Möglichkeit, hier vorne eine Magnetplatte zu positionieren. Eine. Einfach eine Magnetplatte vorne dran. Die machen wir in einem Grün. Warum in einem Grün? Das zeige ich euch gleich. Weil das Teil nämlich auch noch ein bisschen Farbe bekommt. Das kam mir gerade ganz spontan. Hier an manchen Stellen so ein paar Akzente zu setzen. Ich denke, das ist... nein, das Tor nicht. Das Tor ist auch noch nicht konfiguriert, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Gehen wir hier drüben auch noch rum. Und wir gehen bis vorne. Genau. Hey. Wir haben einen Funktion... Ich will nicht sagen fertigen, aber wir haben einen funktionsfähigen Mining Carrier. Wir haben ein funktionsfähiges Large Grid Schiff. Wollte ich mal erwähnen. Das Grün kommt cool. Ich mag das Grün. Ich brauche noch ein bisschen mehr Licht dran. Und ich brauche noch mehr Triebwerke drin. Aber vielleicht kann ich mir mit dem Zeug, was ich geholt habe, tatsächlich noch ein paar Triebwerke leisten. Könnten wir da noch ein bisschen upgraden. So. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen vorfliegen. Komm. Landen. Er hat verriegelt. Er hat verriegelt. Okay. Nein, nicht okay. Das muss jetzt sein. Ich habe keinen Knopf hier drin. Für das Tor oben. Das geht so nicht. Wir müssen das Tor oben machen. Bevor ich... Das muss ich jetzt einrichten. Und ich kann euch sagen, warum ich das jetzt einrichten muss. Wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich nächstes Mal... Natürlich habe ich jetzt den falschen gebaut. Werde ich nächstes Mal einfach ein Scharnier umkehren nehmen und mich wundern, wieso es nicht tut. Oder eine Scharniergeschwindigkeit einstellen und dieses ganze Tor hier unten auf den Boden rammen. Irgendwie sowas. Das heißt, ich muss dieses Scharnier einstellen. So, Geschwindigkeit. Du bewegst dich nicht, weil eine Scharniersperre drin ist. Deswegen. Okay, also das Schöne ist, die Untergrenze ist 0. Ich habe, wie es der Zufall so will, komplett richtig rum platziert. Die Obergrenze ist nicht 90, sondern 89. Aus Kleingründen. Wir lassen das Ding aufklappen mit 2 Meter, 2 Rounds per Minute. Na, ich denke, das ist okay. Wow, wir haben eine Klappe. Scharnier. Umkehren. Tür zu. Und das heißt auch, der kleine Miner ist ein bisschen geschützt. Coole Sache. Nice. Dann gehen wir auf unser Moderationssofa. Wenn wir ja schon eins haben, müssen wir das auch benutzen. Helm auf. Hey, perfekt geparkt habe ich, ne? Perfekt geparkt, dass man ihn sieht. Und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen und sage bis morgen. Macht's gut, haut rein und tschüss.